Ey! Was geht ab? 3, 2, 1, drop it! Heimat ist wieder am Berg am Start. Digga, ey! Ey, ich geb dir ein paar Cheeseburger, Bruder! So, mein Tag hat richtig chillig begonnen. Geiles Frühstück. Und dann kam die eine Nachricht. Bitte react auf das Video. Oh. Da musste ich erstmal schauen, was das für ein geiles Video ist. Vielleicht, keine Ahnung, ist es ja, scratching my... Nee, es waren 12 einfache Lifehacks mit Heißkleber. Da hat wirklich jemand in den Kommentaren gefragt, wie dieses Lied heißt. Ja, also dein Musikgeschmack ist ja mal richtig scheiße. Lernt noch mehr spannende Sachen über Heißleim. Heißleim? Yo, ich habe noch nie jemanden gehört, der Heißleim gesagt hat. Schneidet als erstes einen Klinkenstecker von defekten Kopfhörern ab, entfernt das Kabel und nehmt eine künstliche Blume. Macht ein kleines Loch in den Boden und gibt Heißleim dazu. Heißleim. Junge, hör doch auf mit deinem Heißleim, Alter. Startet ein Wettbewerb. Wer stellt die schönsten Verzierungen her? Startet ein Wettbewerb, Digga. Kauft euch, keine Ahnung, die besten Kopfhörer von Mose und danach schneidet ihr einfach das Kabel durch, damit ihr so coole Verzierungen machen könnt. Mashallah, bester Lifehack. Nein, ey, ich will jetzt nicht haten oder so. Ich glaube, so für kleine Kinder oder so ist es schon lustig. Dann haben die halt so ein P. Ich beeil mich. Ups, meine rutschigen Socken verderben meine Laune. Ups. Wir geben Heißleimtropfen auf die Sohle. Noch einmal Heißleim, Junge. Noch einmal Heißleim, Junge. Und ich fahr zu euch persönlich nach Hause, Mann. Mit dieser Anti-Rutsch-Beschichtung könnt ihr auf dem rutschigsten Boden tanzen. Der coole Moonwalk von Michael Jackson ist perfekt dafür. Yo, der coole Moonwalk. Yeah, geil. Also wenn du auch den Moonwalk von Michael Jackson tanzen willst, ja, dann klebt dir einfach so Boppel auf deine Socken. Vor allem bei einem Moonwalk, als ob das da nicht reißt, als ob das da nicht ab... Ja, egal, komm, okay, super Lifehack, yeah. Weil wenn ich wieder was Falsches sage, dann strike. Machen wir ein echtes Spinnennetz mit einer kleinen Spinne in der Mitte. Wir kleben ein Stück doppelseitiges Klebeband auf dem Türpfosten. Meine Freundin öffnet die Tür. Sie hat sich verheddert. Du brauchst nicht laut schreien. Nee, also ich bin euch ehrlich, ich glaub's für kleine Kinder, so, Digga, stell mal vor, so, keine Ahnung, so, dein Sohn, ja, ihr seid wahrscheinlich alle so 12 oder so, KP. Nee, keine Ahnung, ich meine, ich stell mir jetzt so für kleine Kinder vor, das ist ja eher so ein Kinderkanal, also ich würde von diesen Sachen gar nichts machen, ich würde auch nicht meine Mom pranken, indem ich ihr Zimmer voller Heißleim, jawohl, Digga, Heißleim zuklebt. Aber ich glaube, so für kleine Racker ist das vielleicht schon cool oder so. KP, ich kenne mich nicht aus, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr klein seid, wenn ihr so 12 seid und das feiert. Gibt es keinen Rahmen für dieses kleine Bild? Wir stellen einen tollen Tierrahmen her. Wir brauchen einen Holzrahmen. Was geht ab, Junge? Habt ihr keinen Rahmen für das Bild? Okay, wir machen Rahmen. Was ihr braucht? Einen Rahmen. Wow, danke, Junge. Danke. Gibt Heißleim auf ein paar Spielzeuge und klebt es auf dem Rahmen. Ja, okay, guck, das will ich jetzt nicht dissen. So schon süß so mit so kleinen Dinos. Und ich glaube, so kleine Kinder feiern das schon. Aber Digga, du brauchst halt einfach einen Rahmen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen vorgeskippt, weil, also da gibt es schon, ich sag mal so, nicht alles ist schlecht. Und da gibt es halt, wie gesagt, für kleine Kinder ist es bestimmt lustig, sowas zu basteln oder so. Macht bestimmt Spaß, will ich gar nicht kritisieren. Jetzt kommen wir zu einem richtig geilen Lifehack. Digga, abonnier doch einfach meinen Kanal, Junge. Das ist der beste Lifehack, Alter. Like doch oder so, Junge. Mach doch. Digga. Ey, mein Hund ist doch so ein Junge. Hat der einfach gefurzt und hat sich verpisst. Junge, hier stinkt so nach Hundeschiss. Junge, du kleiner 31er. Ich sag jetzt gar nichts mehr zu den Lifehacks. Wie gesagt, da sind auch gute Sachen dabei. So will ich das nicht sagen. Also ich meine, zum Beispiel im Gegensatz zu 5 Minutes Craft, ja? 5 Minutes Craft, die machen einfach Lifehacks, die einfach niemand verwenden kann. Ja, wenn du keine Suppe essen kannst, dann nimm einfach deinen Hammer und klopp auf Löffel. Aber die geben sich wenigstens Mühe und machen irgendwas für Kinder. Also nee, ist okay. Aber ey, merkt euch eins. Wenn ihr keinen Bilderrahmen habt und einen Bilderrahmen bauen wollt, dann braucht ihr zuerst einen Rahmen.